So, ich wollte jetzt nur mal ein Video machen. Ich bin jetzt also hier bei dem Schnitzelhändler meines Vertrauens. Und zwar verkauft er mir Hackschnitzel. Und zwar frei, ohne Plastikverpackung. Sehr nachhaltig. Ich transportiere die immer in so Speiskübeln. Man kann aber auch so Unkrautsäcke nehmen. Da gehen 85 Liter netto rein. Da gehen ungefähr 95 Liter rein. Also wenn man die bis oben hin glatt streicht, dann dürften das auch 100 sein. Und hier kostet der Kubikmeter irgendwie so 25 Euro. Das heißt, man fährt hier hin, macht sich dann die Dinger voll und dann wird abgerechnet, was man quasi mitgenommen hat. Der Vorteil im Vergleich zum Rindenmulch ist, dass die Hackschnitzel etwas länger brauchen, bis die auf dem Beet vergammelt sind. Und man kann die aufs Gemüsebeet schmeißen. Rindenmulch haben die auch hier, aber nur so eine kleine Schütte. Ja, also das sagt eigentlich schon aus, dass die eher Hackschnitzel verkaufen als Rindenmulch. Und damit machst du dir das Gemüsebeet sauer. Und mit den Hackschnitzeln, die kannst du auf dem Gemüsebeet drauf lassen. Da passiert dann nichts. Und normalerweise hast du dann mindestens 3 Jahre Sendepause beim Unkraut. Und wenn du das so dick oder so dick, also 20 cm raufschmeißt, weil der Quatsch eben hier nichts kostet, dann ist das sehr nachhaltig und schont auch die Arbeitskraft.